Der Kampf der Freien Wähler für das neunjährige Gymnasium ist jetzt endlich erfolgreich, nach 5 Jahren harter Arbeit. Wir haben ja 2013 mit unserem Volksbegehren begonnen, das zunächst mal nicht die erforderlichen Stimmen bekommen hat. Dann haben wir weiterhin keine Ruhe gegeben, haben jahrelang das Thema hochgezogen über diverse parlamentarische Initiativen, haben einfach unsere guten Gründe immer wieder nach vorne gestellt, dass eben ein G9 ein Qualitätsgymnasium ist und das G8 so nicht funktioniert. Es hat die CSU und es hat auch die Opposition lange Jahre nicht geglaubt, dass wir hier was bewegen, aber am Ende haben wir was bewegt und jetzt ist eben der Beschluss gefallen, dass G9 wird kommen. Und wir müssen eben jetzt auf den letzten Metern der Regierung noch die Hand führen, dass sie keine Fehler macht, dass bei der Umsetzung des neunjährigen Gymnasiums alles richtig gemacht wird. Dafür stehen wir gerade und ich bin überzeugt, ohne Freie Wähler wäre dieser Erfolg nicht gekommen. Erstmal bin ich zufrieden, dass es in Bayern wieder ein 9-jähriges Gymnasium gibt. Ohne die Freien Wähler wäre das nicht der Fall. Unser Volksbegehren war da der Auslöser. Aber, und das ist der zweite Punkt, es müssen noch einige Hausaufgaben erledigt werden von der Bayerischen Staatsregierung. Insbesondere ist noch nicht klar, wie die Oberstufe ausschaut. Da plädieren wir als Freie Wähler für die Wiedereinführung von mindestens einem Leistungskurs. Es geht aber auch darum, dass rechtzeitig neue Lehrer eingestellt werden. Da ist auch noch nichts passiert. Und drittens ist für uns ganz wichtig, dass diejenigen, die jetzt in der 6., 7. und 8. Klasse sind, auch Möglichkeiten des längeren Lernens des 9-jährigen Gymnasiums haben. Das sieht die Staatsregierung nicht vor.